Warum mögen die Aktienmärkte steigende Zinsen nicht? Warum gehen sie seit Jahresbeginn oder seit November so ein bisschen in die Knie, seit die Fed die hawkische Wende verkündet hat? Seit also klar ist, ja, die Fed wird auf die zu hohe Inflation reagieren mit deutlichen Zinsanhebungen. Seitdem ist der Wurm drin in den Aktienmärkten, vor allem bei den Tech-Werten. Und wenn wir uns anschauen, wie stark der Wurm da drin ist, das ist hier ein Tweet aus oder vom 19. Mai, ist jetzt schon einige Tage her sicherlich, aber so ganz umgekehrt hat sich das Bild ja nicht. Wir haben Verluste etwa von 60%, Etsy, Netflix, Shopify, PayPal, viele dieser Tech-Firmen sind über 50% abgestürzt, selbst die Dickfische hat es erwischt, auch wenn wir zuletzt etwa eine Rallye bei Amazon gesehen haben. Aber was ist da los? Warum reagieren die Märkte so? Das will ich kurz mal skizzieren. Zunächst mal, was wir hier sehen, ist die Zombifizierung des Nasdaq oder der Nasdaq-Werte, könnte man sagen. Und zwar sehen wir hier eine Grafik EBIT to Interest Expense. Also das, was die Unternehmen verdienen, was praktisch vor Steuer verdient wird. Und dann die Ausgaben, die man hat für Zinszahlungen, für Schulden. Und wir wissen ja, die US-Unternehmen sind hochgradig verschuldet. Warum sind sie verschuldet? Weil natürlich das Geld nichts gekostet hat, dementsprechend Schulden sehr billig waren, dementsprechend hat man sich verschuldet. Jetzt aber mit steigenden Zinsen wird das ein bisschen unschöner, denn hier sehen wir mal eine Grafik, die zeigt, wie viel Prozent der Firmen verdienen mehr und ein wie vielfaches von dem, was sie an Zinszahlungen zu leisten haben. Und dann sehen wir, dass etwa 70% der im Nasdaq gelisteten Unternehmen nicht einmal Faktor 0 haben oder weniger als 0 haben. Das heißt, sie verdienen weniger, als sie Zinszahlungen oder Schuldenzahlungen leisten müssen. Und das bedeutet natürlich, dass in einem Umfeld steigender Zinsen diese Schulden immer belastender werden, immer teurer werden, und das ist der Grund, warum die Werte eben so deutlich abstürzen, wie sie eben abstürzen, denn es ist schlichtweg so, dass das, was jetzt vorher super sexy war, nämlich mach Schulden, kostet ja nichts, das wird jetzt ein echter Belastungsfaktor, und das wird auch bedeuten, dass die Unternehmen ihre Buybacks, ihre Aktienrückkäufe deutlich zurückschrauben werden perspektivisch, weil sie eben jetzt das Cash brauchen. Cash wird King in Zeiten steigender Zinsen. Das ist etwas, was noch nicht der Fall ist, aber was der Fall sein wird, nach meiner Auffassung. Dementsprechend hat eben alles gelebt von dieser billigen Liquidität, und vom Entzug der Liquidität wird es jetzt eben schwieriger. Da werden viele Zombie-Firmen sterben. Hier sehen wir mal Nasdaq Valuations und Money Printing. Das ist das sogenannte Forward Price Earnings Ratio bei den Nasdaq-Titeln. Wir sehen, da gibt es einen ganz, ganz klaren Zusammenhang zwischen eben Liquidität, Money Printing und eben diesen Gewinnaussichten für die Unternehmen. Jamie Dimon von JP Morgan hat gestern einen interessanten Satz gesagt. Sie müssen Quantitative Tightening machen, also sie müssen die Geldpolitik straffen durch Bilanzreduzierung und Zinsanhebungen. Sie haben keine andere Wahl, denn es ist so viel Liquidität im System. Und all das wird natürlich massive Volatilität mit sich bringen. Und ja, ein weiser Satz lautet, wenn das Geld billig ist, investiert man in idiotische Sachen. Und das ist massenhaft passiert. Aber wenn das Geld teurer wird, dann erkennt man, dass es idiotische Sachen waren. Vielleicht könnte man das so auf den Punkt bringen. Und jetzt sind die Märkte noch in diesem Erkenntnisprozess. Oh, das ist ziemlich idiotisch gewesen. Dementsprechend steigen jetzt eben die Zahl jener Werte, die abgestürzt sind, die wird nicht kleiner, sondern größer. Die Bullen hatten ja die Hoffnung, die Fed wird schon eine Pause machen, vielleicht im September. Diese Hoffnung war genährt von Bostic, dem Fed-Mitglied. Der hat gestern allerdings einen Rückzieher gemacht. Damit der Spekulation, dass da eine Zinspause oder Zinsstopp schon bald der Fall sein könnte, praktisch eine Eigenabsage erteilt. Also der hat gesagt, nee, war alles nicht so gemeint, ich wollte hier nichts in diese Richtung wirklich andeuten. Und Jim Bianco bringt es auf den Punkt, die Fed muss die Inflation jetzt schnell runterbringen, und das kann sie nur, indem man eben die Assetpreise nach unten bringt, dann haben die Leute weniger zu konsumieren. Jim Bianco bringt es wirklich hier sehr drastisch auf den Punkt. Das Risiko ist natürlich da, dass man mehr als den Stock Market, mehr als die Aktienmärkte hier noch zerschießt. Das ist das Risiko, das die Fed in Kauf nimmt mit ihrem Geld.
könnte man sagen. Also das ist denn doch eine ziemlich klare Formulierung. Und wir sehen, wann würde denn die Fed nervös werden? Nun ja, wenn klar ist, dass die Wirtschaft voll abschmiert, wenn die Arbeitslosigkeit steigt, wenn die Wirtschaft in eine Rezession kommt. Aber zumindest offiziell sieht die Fed das noch nicht. Gestern Barkin, der gesagt hat, ja, du kannst in den Unternehmensergebnissen keine Anzeichen von Rezession finden. Gestern auch Daly von der San Francisco Fed hat auch gesagt, also ich sehe da keine Rezession. Ballard hat gestern gesagt, ja, wir brauchen jetzt Disflation, Disinflation, wie er das bezeichnet, also das Gegenteil von Inflation, und wir sollten deswegen eben mehrfach jetzt die Zinsen um 0,5% auf den nächsten Sitzungen anheben. Ein bisschen Abkühlung ist aber in den Daten durchaus schon zu erkennen. Hier sehen wir etwa das Beigebook mit Erwähnungen von Slow, also sich verlangsamen. Das ist jetzt der höchste Wert seit vielen, vielen Monaten, dass sich irgendwas verlangsamt, vor allem das Wachstum wird sich verlangsamen, und wir sehen auch, dass die Erwähnungen von Shortage, also Mangel, zu wenig, Lieferengpässe etc., alles was damit verbunden ist, Materialmangel, dass das deutlich zurückgegangen ist. Wir sehen, dass auch etwa die Immobilienkreditnachfrage in den USA rückläufig ist. Wir sehen also schon diese Abkühlung, aber die Fed kann oder will nicht zugeben, dass da eine Rezession im Anmarsch ist. Klar, wenn die Fed sagt, ja, da kommt eine Rezession, dann wäre das eine self-fulfilling prophecy, dann würde sie sicher diese Rezession auch auslösen. Also kann sie es nicht, aber noch will sie das nicht erkennen, noch glaubt sie, dass sie mit den Zinsanhebungen irgendwie durchkommt. Und so sehen wir das Ergebnis in den sogenannten Rate Hike Expectations. Also wie sind die Erwartungen, dass die Zinsen steigen? Nach den Aussagen von Bostic sind die deutlich gefallen, die Aktienmärkte gestiegen. Gestern sind die eben mit dem Rückzieher von Bostic wieder gestiegen, diese Rate Hike Expectations, die Renditen sind gestiegen, der Dollar ist gestiegen, und das war jetzt nicht so schick für die Aktienmärkte, zumal gestrige Daten gezeigt haben, dass die Stagflationsrisiken eben deutlich gesteigert sind. Wir sehen, dass die Inflationserwartungen kaum runterkommen, aber eben die Wirtschafts- oder die BIP-Prognosen gehen deutlich nach unten. Warum geht die Inflation nicht nach unten, obwohl die Wirtschaft sich abkühlt? Das zeigt diese Grafik wunderbar. Was sind denn die Gründe für Inflation, vor allem die internen Gründe für Inflation? Zum Beispiel deutlicher Anstieg in Assetpreisen, höhere Löhne, Boom in Credit und Money Supply. Genau das haben wir gesehen. Was sind die externen Faktoren? Das ist zum Beispiel ein Anstieg in Öl- und Gaspreisen. Das sehen wir derzeit. Wir sehen höhere Inflation in anderen Ländern, sehen wir derzeit. Wir sehen Inflation in Global Commodity Prices. All das sehen wir, das ist eben letztendlich dann der Faktor, der diese Inflation so giftig gemacht hat. Erst druckst du Geld ohne Ende, erst bringst du die Vermögenspreise massiv nach oben, und dann kommt plötzlich so ein Gütermangel, der die Preise dann eskalieren lässt. Das ist der Prozess, in dem wir sind, und die Fed sagt, okay, das müssen wir stoppen, denn wenn wir das nicht stoppen, dann säuft die Wirtschaft sowieso ab, also lassen wir die Wirtschaft besser absaufen, indem wir die Zinsen anheben, werden wir wahrscheinlich nicht verhindern können, aber kriegen vielleicht die Inflation in den Griff, das ist schlichtweg die Überlegung. Kleiner Hoffnungsschimmer hier in Sachen Ölpreise. Saudi-Arabien hat jetzt angedeutet, nach mehrfachen oder übereinstimmenden Berichten verschiedener Medien, dass man sollte hier russisches Öl gebannt werden, embargoisiert werden, dass man dann in der Lage sei, das zu ersetzen durch eigene Produktion, hat den Ölpreis heute nach unten gebracht. Hier unten sehen wir mal nochmal die Differenz zwischen Brentöl und Uralsöl, also das russische Öl, das deutlich unter 100 Dollar notiert, hantiert. Also es gibt immer einen Abschlag auf russisches Öl. Klar, wenn der Ölpreis gestiegen ist, dann steigt auch Uralsöl. Also dann machen auch die Russen bessere Geschäfte. Aber sie verdienen deutlich weniger. Die Russen brauchen ja so viel Geld für den Ölverkauf, oder die Ölförderung ist in Russland so teuer wie nirgendwo sonst. Die brauchen einen Ölpreis von 43 Dollar, um profitabel zu sein. Alle anderen großen Förderer sind da deutlich drunter, vor allem Saudi-Arabien. Jetzt kommen wir nochmal zu dem, was jetzt anstehen wird. Wir haben morgen die großen US-Arbeitsmarktdaten. Die werden sehr, 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 sehr wichtig, denn je besser die Zahl ist, je robuster der Arbeitsmarkt, umso weniger Sorge hat die Fed, eine Rezession auszulösen, den Arbeitsmarkt anzuschießen. Wichtig werden auch die Löhne sein. Deswegen sagt hier Jim Bianco, good news is bad news. Je besser die Zahlen, also umso schlechter wird das. Derzeit liegt jetzt die Wahrscheinlichkeit, dass die Fed dann im September nochmal die Zinsen um ein halbes Prozent anhebt, bei 58%. Sollte
und die Zahlen morgen bei den großen US-Arbeitsmarktdaten besser reinkommen, dann dürfte die nochmal steigen. Heute werden wir schon ADP-Arbeitsmarktdaten sehen, so eine Art Vorausschau auf die großen US-Arbeitsmarktdaten, Prognose 300.000, die Zahlen kommen um 14.15 Uhr. Es gibt so erste kleine Abkühlungstendenzen, weil viele Firmen ja schon erklärt haben, wir machen jetzt erstmal einen Hiring Freeze, werden erstmal keine Leute einstellen. Also der Hochpunkt am Arbeitsmarkt dürfte erreicht sein, aber der Arbeitsmarkt ist ein langsamer und nachlaufender Indikator, dementsprechend kann das noch dauern. Wie sind jetzt die Märkte einzuschätzen? Es gibt die Sicht, die ich für die rationalste halte, das ist hier oben von einem Asset Manager, der sagt, die Unsicherheit über die globale Zentralbankenpolitik und die Straffungen dieser Zentralbanken, geldpolitischen Straffungen, dazu kommen noch eben enge Energie- und Agrikulturmärkte, also für Lebensmittel könnte man sagen. Das alles führt zu höheren Preisen und das wiederum sorgt für Headwinds für die Gewinne der Unternehmen, also für Gegenwind für die Unternehmen, letztendlich für die Unternehmensgewinne. Und das sind eben Risiken, die die Investoren jetzt derzeit gewärtigen. Und jetzt hat dann der Dauerbulle Marco Kolanovic von JP Morgan nochmal gesagt, also wir bleiben positiv für die Aktienmärkte, weil eben die Positionierung sehr gering ist, ein sehr bärisches Sentiment am Start sei und weil keine Rezession kommen werde, so Kolanovic, der Dauerbulle. Sein eigener Chef Jamie Dimon hat ihm gestern eigentlich diametral widersprochen, indem er gesagt hat, brace yourself for an economic hurricane. Naja, wer hat recht? Wir sehen hier also diese widerstreitenden Meinungen. Jetzt gucken wir uns mal die Charttechnik an. Hier sehen wir nach wie vor diese negative Divergenz im S&P 500 auf Stundenbasis. Wir sind aus einer steigenden Wedge nach unten ausgebrochen. Wir haben nach wie vor in der Stochastik eine negative Divergenz. Also viele spricht dafür, dass das jetzt nicht ein super bullischer Tag werden wird. Die Frage, die sich stellt, ist dann aus meiner Sicht, hier auch negative Divergenzen, ganz ähnliches Bild beim Nasdaq, wie weit wird dieser Rebound nach unten jetzt sein? Wird er das Gap hier etwa im Nasdaq füllen, was wir hier sehen, das hier gerissen wurde, dann wäre das noch relativ moderat, oder geht es weiter nach unten, dann könnten wir eine inverse Schulter-Kopf-Schulter-Formation ausbauen, oder geht es richtig nochmal durch, dann auf diese abwärtsgerichtete Trendlinie. Das sind die Fragen, die sich derzeit stellen. Gucken wir auch mal den VIX an, die Vola. Normal, wenn die Vola steigt, fallen die Aktienmärkte und andersrum. Nicht immer, aber es ist oft so. Hier sehen wir, dass der VIX eine positive Divergenz ausbildet, hier an einer Unterstützung ist. Also hier spricht manches für steigende Volatilität. Und insgesamt, wenn wir uns die Bewertungssituation mal anschauen, Price to Sales, S&P 500, dann sind wir jetzt um und bei auf dem Hochpunkt der Tech-Blase. Und wenn wir uns mal Commodities to Equity Ratio anschauen, also Rohstoffe in Relation zu Aktien, dann sehen wir, dass da Rohstoffe durchaus Potenzial haben, einiges aufzuholen. Wichtig wird auch sein die Entwicklung der Renditen. Der Dollar und die Renditen sind sehr wichtig. Hier mal die Rendite der 10-jährigen US-Staatsanleihe, die ja massiv gestiegen war auf 3,2%. Dann hatten wir einen Rücksetzer so in dem Bereich 2,7% um und bei. Und gestern sind wir wieder Richtung 3% gelaufen. Wenn wir hier im oberen Chart diese Unterstützung brechen sollten, dann werden wir deutlich niedrigere Renditen sehen und vielleicht höhere Aktienmärkte dann später. Das, wie gesagt, dürfte noch ein bisschen dauern nach meiner Auffassung, aber man weiß ja nie. Auch in Europa wird man heute genau hinschauen, um 11 Uhr Erzeugerpreise, Prognose plus 38,5%, das sind also die Kosten der Unternehmen, und die Verbraucherpreisinflation bei um und bei 8%, also die Unternehmen müssen etwas tun, um ihre gestiegenen Preise weiterzugeben. Um 11 Uhr kommen die Zahlen, schauen Sie rein mal bei Finanzmarktwelt und auch in diese beiden Artikel, die ich Ihnen hier anempfehlen möchte, warum es für Gold trotz ausufernder Inflation abwärts geht. Warum ist das eigentlich so? Verstehen viele nicht, wird erklärt in diesem Artikel. Und dann nochmal, was kurz vorhin angedeutet war, Immobilienkredite, Nachfrage in den USA sinkt deutlich. Da sieht man, was unter der Oberfläche schon passiert. Also diese beiden Artikel, meine Damen und Herren, jetzt, die ich unter dem Video verlinke, jetzt wünsche ich erstmals alles Beste und sage Servus, ciao.